Ja, Konnichiwa, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und einer neuen Aufnahmesession zu Let's Play Sid Meier's Civilizations 5 mit dem Reich der aufgehenden Sonne. Wir fahren fort im leider befindlichen Kriegszustand. Leider wurde uns ja beim letzten Mal von Schweden und von Siam der Krieg erklärt. Ungerechtfertigterweise, muss man ja noch dazu sagen. Wir haben die Bogenschützen übrigens gefunden. Vielleicht sind ja unsere, ich sag mal, Kontinentsnachbarn dieses Mal gewillter, wieder Frieden einzugehen. Denn ich finde es ehrlich gesagt nicht so gut, dass sie hier meinen, auf Kriegsfahrt machen zu müssen. Finde ich unnötig, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, wir müssen ein bisschen Stärke demonstrieren. Und das werden wir auch. Ah ja. Ja, wie gesagt, die Schweden haben wir gefunden. Es wäre ganz gut. Wir haben da eine Eisenquelle. Ich glaube, die werde ich tatsächlich auch mal in Anspruch nehmen. Ich werde die mal mit abstellen, damit wir mal unsere Krieger... Wie viele Krieger haben wir eigentlich? 2, ne? Ja, dann passt das genau. Das ist gut. Dann werden wir nämlich unsere beiden Krieger, wenn wir sie aufrüsten können, nämlich auch mal aufrüsten zu Schwertkämpfern. Wir müssen Stärke bekennen. Damit der Gegner nämlich nicht auf dumme Gedanken kommt. Denn ich glaube nämlich, dass sie anscheinend denken so, ja, der ist eh schwach, also können wir den auch genauso gut mal angreifen. Ich will nämlich gerade mal gucken. Land, Soldaten. Irgendein Land ist stärker als wir, aber wir sind die zweitstärkste Nation, was Kampf anbildet. Und wir haben die höchste Alphabetisierung. Das ist sehr gut. Höchste Alphabetisierung ist schon mal sehr gut. Aber das heißt nicht, dass... Ah. Du gibst uns mit Eisen. Mhm. Einmal. Friedensvertrag für 30 Runden. Es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden. Was haltet ihr von... Ja. Gut. Eine Nation ist schon mal beschwichtigt. Sehr schön. Eine Nation gibt schon mal Ruhe. Wunderbar. Das ist schon mal gut. Ein Krieg schon mal beendet. Jetzt müssen wir nur noch den anderen Krieg beenden. Min vän, det är min övertygelse att den wir sollten die diplomatischen Beziehungen mal wieder aufbauen. Mal sehen, was sagt er denn. Sie haben eine Botschaft in unserer Hauptstadt. Ihr seid in der Vergangenheit kriegerisch vorgegangen, aber sie scheinen nicht nachtragend zu sein. Das ist also ein neutraler Punkt. Ich finde das übrigens interessant, dass neutrale Punkte jetzt auch zu sehen sind. Das war früher zum Beispiel nicht so. Es gab früher immer nur grün und rot. Also rot ist negativ, grün ist positiv. Neutral gab es früher nicht, tatsächlich. Also das ist mir neu. Also ich habe das wirklich noch nie zuvor gehabt. Und da haben wir gleich das nächste Barbarendorf. Wunderbar. Ja, ich habe wieder einiges mit euch vor, Freunde. Wir haben auch ein bisschen was zu besprechen. Aber das heißt eigentlich ein bisschen, so viel ist es eigentlich gar nicht. Aber trotzdem ein bisschen was zu erzählen habe ich. Ich habe jetzt diese Woche Reifen gewechselt. Von Winter- auf Sommerreifen. Ein bisschen später dieses Jahr. Ja. Das ist jetzt noch nicht so das Dramatische. Was eigentlich eher dramatischer ist, ist die Feststellung, dass, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Ich baue jetzt erstmal Speerkämpfer. Erstmal war Weltuntergang angesagt, als ich Reifen wechseln war. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin von zu Hause aus losgefahren. Da war Sonnenschein mit ein bisschen Bewölkung. Ja. Dann bin ich da angekommen und dann war einfach Weltuntergang. Also das war heftig. Das war wirklich nicht ohne. Ich werde für hier mal die Wir kaufen mal einen Bautrupp. Jetzt, wo wir gerade nicht so kriegerisch unterwegs sind und nur noch eine Nation mit uns Krieg will, geht das ja momentan. Trotzdem müssen wir vorsichtig sein. Artemis-Tempel wurde in einem fernen Land gebaut, ist okay. Gibt, glaube ich, mehr Erfahrung für Bogenschützen, irgendwie sowas in der Richtung. Also es ist kein wirkliches Weltwunder, das auf Dauer zu gebrauchen ist. Genau, das erhöht nämlich die Produktion, das ist gut. Wir müssen nämlich mal zusehen, dass wir unsere Wirtschaft langsam mal ein bisschen in Schwung kriegen und auch die Zufriedenheit in den Griff kriegen. Ah. Er möchte uns aber nichts geben und er hat Minus. Also er hat seine Wirtschaft in den Minus geritten. Vorsichtig.
Ihr seid in der Vergangenheit kriegerisch vorgegangen. Ja klar, ich bin kriegerisch vorgegangen. Wer hat mir da den Krieg erklärt? Schweinehunde. Das wart ihr doch, nicht ich. Wir waren ganz friedliche Japaner, ja? Wir haben euch nichts getan. Ne? Ihr wart die Aggressoren. Nur ihr alleine. Frechheit. Aber schön, dass sie jetzt endlich mal wieder Frieden angeschlagen haben. Das ist gut. Wie gesagt, wir werden jetzt auch ein bisschen weiter voranschreiten, was unsere Kultur angeht. Ich sehe gerade, oh. Unsere Hauptstadt hat Probleme, was Nahrungszuwachs angeht. Wie lange braucht ihr noch? 14 Runden. 14 Runden ist eine lange Zeit, Freunde. 14 Runden ist wirklich lang. Wie gesagt, wir müssen auch ein bisschen unser Militär ausbauen nochmal, damit sowas nicht wieder passieren kann. Denn Stärke schreckt am Ende immer wieder ab. Oh. Das kann doch nur barbarisch sein. Ist es auch. Sehr schön. Kultur zu bekommen ist wichtig. Die brauchen wir. Weil ich will ja jetzt tatsächlich in der nächsten Kulturgeschichte möchte ich ja mehr in Richtung Unabhängigkeit gehen. Weil das ist nämlich gut für Zivilisationswachstum. Und wir wollen ja wachsen. Wir wollen ja, dass unsere Städte wachsen, unsere Zivilisation wächst und so weiter. Das muss ja alles langsam aber sicher mal in die Gänge kommen. Ne, damit auch unsere Wirtschaft floriert und am Ende auch damit unser Militär, unsere Wissenschaft und so weiter. Das ganze Programm. Damit die dann alle aufblühen können. Gut, Nara beschießt nochmal die Trerere. Die Krieger können nichts machen. Anscheinend habe ich noch gar nicht die... Nee, die Eisenverarbeitung haben wir noch gar nicht. Macht aber nichts. Die kommt dann noch im Laufe der Zeit. Ihr seid eingetroffen. Wunderbar. Ich glaube, ich werde in Kyoto auch gleich erstmal ein Fischerboot dann nochmal bauen lassen. Fischerboote, das ist hier die besondere Fähigkeit unseres Volkes. Bringen ja auch Kultur neben der Nahrung. Also der Barbar geht mir gerade ein bisschen auf den Ki... Ah, Bogenschützen. Es freut mich auf jeden Fall schon mal, dass wir den Konflikt gelöst haben, auch wenn er gar nicht wirklich stattfand. Mhm. Sagt er, wurde er angegriffen, das wär's. Nee, bitte nicht, ich brauch das wirklich nicht, ich brauch keinen Konflikt. Jo! Die haben gut auf die Nuss gekriegt, würde ich mal sagen. Und wir haben vom Schweden sogar ein Eisenvorkommen bekommen, vorübergehend. Bald haben wir unser eigenes, also von daher alles gut. Und versenken. Jo, hervorragend. Sehr schön. Außerdem haben wir jetzt einen weiteren Bautrupp, das heißt, wir können unser Straßennetz besser ausbauen. Die Pyramiden wurden uns ja leider gemobst. Ja, ansonsten, was kann ich euch ansonsten erzählen? Viel Arbeit, viel zu tun. Ne, wird nicht weniger wirklich. Ja. Aber, naja. Da muss man halt durch. Es werden wieder andere Zeiten kommen, denke ich mal. Zurzeit ist es ja auch so, dass ich ohne Ende Überstunden mache. Ne, auf Arbeit. Deswegen ist es auch momentan so schwierig für mich aufzunehmen. Aber wenn ich aufnehmen kann, dann nehme ich auch auf. Nicht wahr? So, wir haben einen Speerkämpfer. Sehr schön, er kann schon mal ausrücken. Kyoto, Arbeitsboot, 14 Runden. Das ist in Ordnung. Aber wir müssen mal was dagegen tun, dass unsere Leute hier so langsam wachsen. Das geht nicht. Unsere Zivilisation muss mal ein bisschen in Wallung kommen. Wie sieht's aus? 3 Runden seid ihr fertig. Gut, danach können die nämlich, da jetzt Frieden wieder ist, können sie die Verbindung nach Osaka fortsetzen. Und danach können sie Osaka auch mal ein bisschen ausbauen. Osaka sieht nämlich auch so ein bisschen aus, als könnte es ein bisschen Hilfe gebrauchen. Gut. Ja, dass die Quests der Stadtstaaten interessieren mich nicht, weil die sind so weit weg. Ach, guck mal an, hier, hallo. Mhm. Stonehenge wurde in einem fernen Land gebaut, das ist schön. Kann nicht für Tyros errichtet werden, ja, ist mir egal. Ich wollte Stonehenge sowieso nicht haben, ehrlich gesagt. So wichtig ist mir die Religion nicht. Wenn wir sie gründen können, dann können wir sie halt gründen und wenn nicht, dann nicht. Die wundervollsten Völker der Welt. Heißt am...
Nach der Anzahl von ihnen errichteten Weltwundern. Okay, ein unbekannter Spieler hat zwei. Zwei haben jeweils einen. Also einer führt mit mir zusammen. Die anderen haben alle null. Okay. Gut. Das Erzvorkommen ist fertig. Das freut mich schon mal. Das heißt, ihr könnt jetzt damit fortfahren, die Straße weiterzubauen. Sehr schön. Wir werden aber trotzdem noch weitere Städte bauen. So ist es nicht. Also wir sind noch lange nicht fertig mit unserem Städtebau. Noch lange nicht. Hier ist übrigens auch ein Atoll. Auch ein Atoll kann für uns Kultur bringen. Oh, direkt vor der Haustür quasi. Ja, das ist doch in Ordnung. Mit Speerkämpfern ausgestattet. Alles klar. Okay. Kyoto hat bald sein Arbeitsboot. Es gibt nur ein einziges Gut für den Menschen. Die Wissenschaft. Und nur ein einziges Übel, die Unwissenheit. Von Sokrates. Wir haben ein sehr interessantes Weltwunder bekommen, das wir auch schon aus alter Zeit kennen, nämlich das Orakel. Ja, wir nehmen mal Maschinenbau. Das Orakel hat sich nämlich tatsächlich geändert. Früher hat es die Wirkung von Tempeln verdoppelt. Tempel haben ja früher schon sich um die Zufriedenheit gekümmert. In früheren Teilen. Die Älteren werden sich erinnern. Das ist nicht mehr der Fall. Jetzt hat das Orakel tatsächlich eine andere Wirkung. Übrigens, die Pyramiden haben früher als Kornkammer für alle gearbeitet. Ist auch nicht mehr so. Die ist ja jetzt mehr auf die Bautrupps ausgerichtet, die Pyramiden. Die Pyramide ist ja eine. Oh, dann haben wir doch gleich eine kleine Felderprobung für unsere Speerkämpfer. Boah, gegen Bestien, das ist in Ordnung. Und feuerfrei, Jungs. Nachdem das Arbeitsboot dann fertig ist für Kyoto, würde ich in Kyoto tatsächlich dann auch das Orakel direkt in Auftrag geben. Ich weiß nämlich nicht, inwieweit unsere Gegner schon die Technologien haben. Schweden sieht so aus, als hätten sie vier Städte. Sie sind also immer noch hinter uns. Zumindest nach dem Stand. Es kann auch anders sein. Ich muss tatsächlich sagen, bei den Skins... muss ich tatsächlich sagen, ist so ein kleiner Nachteil gegenüber Teil 4. Teil 4 war da ein bisschen angepasster als Teil 5. Aber das ist gar nicht mal so wild. Was mich später tatsächlich gibt es noch einen anderen Punkt, der mich ein bisschen mehr stutzig macht, sagen wir es mal so. Aber dazu kommen wir mit Sicherheit noch. Ach, Pferde haben wir auch. Ja, wunderbar. Perfekt. Das heißt, berittene Einheiten können wir später auch noch bauen. Das ist auch wunderbar. Und die haben bald ihr Wasser... Wie heißt das Ding? Wasserwerk? Wassermühle, genau. Wassermühle. Wasserwerk war ja wieder was ganz anderes. Sehr schön. Wunderbar. Schon mal gesichert. Und platt machen. Da kennt ihr ja schon. Barbaren platt machen. Kultur und Gold einkassieren. Ne? Das ist immer besonders gut. Halt! Damit unsere Zivilisation erblühen kann. Wir sparen jetzt erstmal auf den Siedler. Gleichzeitig versuchen wir mit unserer Kultur so weit zu kommen, dass wir die... dass wir uns die Unabhängigkeit erarbeiten können. Das heißt, damit unsere Zivilisation besser gedeihen kann. So, der Bautrupp ist fertig. Das ist gut. Übrigens, Schwemmgebiete wie diese hier solltet ihr unbedingt immer Bauernhöfe bauen. Es sei denn, es gibt dann Ressourcen. Also alle Ressourcen können wir ja sowieso noch nicht sehen. Aber trotzdem als kleiner Hinweis, wenn ihr Wüstengelände habt, achtet immer auf Schwemmland, so wie es hier der Fall ist. So haben sich ja auch Hochkulturen wie zum Beispiel das alte Ägypten hochgehalten. Die haben ja auch immer am Rande des Nils haben sie ja ohne Ende Bewässerung gebaut. Bewässerung gebaut, beziehungsweise sie haben immer auf die Flut gewartet. Und durch die Flut kam dann immer wunderbar fruchtbare Erde auf die Acker. Dadurch haben sie sich immer super auf Kurs gehalten. Ich finde es übrigens immer klasse, wenn meine Gegner oder meine Verbündeten, Anführungszeichen, in meine Richtung bauen. Finde ich immer toll. Nicht. Tokio ist gewachsen. Wunderbar. Und nächste Runde haben sie auch die Wassermühle. Das heißt, ihre Produktion wird besser. Das ist schon mal klasse. Friedensvertrag abgelaufen. Mit Gustav Adolf, natürlich. 30 Runden sind schon wieder vorbei. Das heißt, es könnte passieren, dass er bald wieder den Kriegszustand verhängt.
Ich vertraue jetzt aber einfach mal darauf, dass er es nicht macht. Der Schweinehund. Sonst gibt es nämlich Ärger. Und Kyoto baut das Orakel. Meine Damen und Herren, unser erstes Fischerboot. Na? Ja. Jetzt ist das Fischerboot da. Wunderbar. Ihr passt bitte auf den Bautrupp auf. Tokio baut jetzt einen Marktplatz. Das ist wichtig. Damit unser Geld nämlich weiter wächst. Oh, unser Geld schwankt momentan sowieso ziemlich stark. Ihr seht es ja schon. Es ist schon wieder auf 2 runter. Also Geld ist wirklich so eine Geschichte. Einmal bewachen. Ich sehe dich. Ich beobachte dich ganz genau, Freundchen. Jede seiner Bewegungen werden genauestens beobachtet. So, die werden einmal umgehauen. Die Speerkämpfer halten Wache. Ja, Kyoto hat leider nicht so viel Gebirge. Nicht so viele Hügel, das ist das Blöde. Weil sonst hätte man die Produktion vielleicht noch erhöhen können, aber so viel haben sie leider nicht. Hm. Fies. Hm. Friedensvertrag abgelaufen und eine Stadtverbindung wurde aufgebaut. Sehr schön. Das heißt, Osaka ist jetzt auch angeschlossen. Man sieht schon, das Einkommen hat sich gut erhöht, muss man sagen. Ja, genau. Baut man gleich einen Bauernhof. Früher waren es ja Bewässerungsanlagen, mittlerweile sind es Bauernhöfe. Und da haben wir gleich das nächste Lager, das wir angreifen können. Gut, ich hoffe jetzt nur, dass was das Orakel angeht, uns jetzt keiner in die Quere kommt. Das wäre sehr gut. Bin mal gespannt, wann wir eine Religion gründen können. 600 brauchen wir für einen großen Propheten. Alles klar, ja, das dauert ja dann noch. Wenn wir nicht noch ein paar Schreine bauen. Tyros verlangten Handelsweg. Gibt's nicht. Hm, ich sehe dich, Freundchen. Ich sehe dich ganz... Oh! Oh, Kompositbogenschützen haben die Barbaren jetzt. Alles klar, das heißt, höchstwahrscheinlich hat die eine oder andere Kultur jetzt neben uns die Technologie dafür. So, Nara wird jetzt hoffentlich bald mal mehr wachsen. Wir haben jetzt jedenfalls dort ein Fischerboot für sie organisiert. Und jetzt bekommen sie erstmal ein Monument. Genau, baut erstmal ein Monument. Und einmal die Kompositbogenschützen umhauen. Jawohl. Wie viel bringt das? 11 und 11. Okay. Alles klar. Das ist ja auch nicht schlecht. Jedes bisschen Geld und jedes bisschen Kultur, das wir kriegen können, nehmen wir mit. Dafür haben wir die Ehre ja gemacht. Sehr schön. Und beim nächsten Lager haben wir sogar die Möglichkeit, einen neuen Siedler uns zu kaufen. Perfekt. Was wollen wir mehr? So. Ihr passt weiter auf den Bautrupp auf, weil ich traue den Schweden nicht. Die haben uns schon mal den Krieg erklärt. Deswegen, ich bin jetzt vorsichtiger. Ne? Weil, wenn sie schon einmal den Krieg erklärt haben, dann können sie es jederzeit wieder tun. Und der Friedensvertrag ist sowieso abgelaufen, davon mal ganz abgesehen. Also, Vorsicht. Hm, ich trau dir nicht. Das ist übrigens das, was ich meinte. Ja, die bauen das Orakel ernsthaft im Wasser. Ich finde das klasse. Orakel im Wasser, schön. Super. Ich weiß zwar nicht, was das soll, aber ich finde es gut. Okay, Unabhängigkeit bringt ein Kultur in jeder Stadt. Schaltet den Bau der Pyramiden frei. Genau, die können wir nicht mehr bauen, weil die wurde schon gebaut. Übernahme aller Politiken in Unabhängigkeit zweitwirkend nach Belieben. Eine kostenlose große Persönlichkeit in der Nähe der Hauptstadt erscheinen. Das ist sehr gut. Also deswegen nehme ich auch vorrangig immer die Unabhängigkeit, weil das mit der großen Persönlichkeit ist eben sehr, sehr gut. Ihr bleibt erstmal stehen und haltet weiter Wache. So, ihr greift an. Okay, wir haben schon mal ein Lager im Blick. Mindestens ein Lager. Das ist schon mal sehr schön. Große Persönlichkeit, wie gesagt, ist sehr gut. Es gibt eine gewisse Auswahl. Die mechanische Wissenschaft ist die edelste und von allen die nützlichste Wissenschaft.
Erinnert mich so ein bisschen, wenn ich das so höre, an den Spruch von Winston Churchill, der mal sagte, die beste Demokratie ist die beste aller Regierungsformen. Was können wir denn bauen? Die Große Mauer, ehemals auch bekannt als die Chinesische Mauer, jetzt heißt sie Große Mauer. Aquädukt kennen wir auch schon, ist auch ein uraltes Gebäude, was es schon seit Teil 2 oder sogar schon Teil 1, ich weiß es nicht mehr genau, gibt. Die Festung kann jetzt gebaut werden, außerdem können jetzt Brücken gebaut werden. Also Brückenbau wurde quasi zum Maschinenbau. Und eine weitere Handelsroute kann eingerichtet werden. Handelsrouten nutzen wir momentan ehrlich gesagt so gar nicht, glaube ich. Nee, tun wir auch nicht. Vielleicht kommt die Zeit ja auch noch. Die habe ich ja noch gar nicht eingerichtet. Genau, die Handelsrouten. So, was haben wir denn jetzt? Wir machen jetzt mal Eisenverarbeitung, genau. Also hier gibt es übrigens auch den Koloss mittlerweile ziemlich spät. Den hat man früher in Civilization 2 schon mit der Bronzeverarbeitung bekommen. Mit denen haben wir ja die Speerkämpfe bekommen. Die gibt es jetzt mit den Schwertkämpfern zusammen. Wenn man das mit den alten Teilen vergleicht, dürfte das in etwa der Legionär sein. Jo. So, dann werden wir die Runde jetzt nochmal beenden und dann beende ich auch den ersten Part der Aufnahmesession. Lief ja schon mal ganz gut. Zwei Kriege wurden beendet und ich beende jetzt den Part. Liebe Freunde, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Sid Meier's Civilizations 5 mit dem Reich der aufgehenden Sonne. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss und vor allem bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund. Und bis dahin, Matane, bis dann. Ciao, ciao.